herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich mit euch halt so ein bisschen über meine Kleidung sprechen, die ich bei Seven vs. Wild auf der Insel getragen habe. Ich glaube, viele haben das schon im Vorhinein gemacht. Ich mache das jetzt im Nachhinein, um euch auch so ein kleines Feedback zu geben, wie es mir gefallen hat, was gut war, was schlecht war. Ich habe jetzt hier noch meine normalen Outdoor-Kleidungsgegenstände an. Um jetzt aber so ein bisschen in Modus zu kommen, habe ich natürlich ein Wildfood mit dabei. Und zwar in der Sorte Passionate Tropical. Und den gönne ich mir jetzt einfach, um in Stimmung zu kommen. Ach, das hat gut getan. Das war auch bitter nötig jetzt. Wie ihr seht, bin ich jetzt auch umgezogen in mein Seven vs. Wild Klamotten. Wildfood ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit, die könnt ihr unterwegs euch einfach mal gönnen, wenn ihr keine Zeit habt, keine Lust habt zu kochen. Es enthält Vitamine, Mineralstoffe, alles was ihr braucht. Und wenn ihr das auch mal austesten wollt, dann könnt ihr das Probierpaket bestellen. Das verlinke ich euch in die Infobox oder mit dem Code SabrinaOutdoor-YouTube 10% auf das gesamte Standardsortiment sparen. Leider ist die Sorte Passionate Tropical bereits ausverkauft. Ihr könnt aber das Probierpaket bestellen. Da könnt ihr euch durch verschiedene Sorten wie Vanille oder Schoko durchtesten. Meine Lieblingssorte Cold Brew Coffee ist auch dabei und es gibt die Probierpakete auch in vegan. Also, wenn ihr Bock habt, das mal auszutesten, dann könnt ihr das gerne bestellen. Wie gesagt, Link ist in der Infobox. Ich würde sagen, wir starten zuallererst mit meiner Hose und mit meinem Oberteil. Das hier sind beides Kleidungsstücke, die vom Stoff her stichfest sind. Also da können keine Mücken oder auch vor allem die Sandfliegen, die dort auf der Insel en masse waren, wovon ich auch überall Stiche am ganzen Körper hatte, weil ich meine Kleidung natürlich nicht immer getragen habe. Aber die Viecher können da nicht durchstechen und das hat mir ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, dass ich ja, mich nicht davor schützen muss und dass ich dann halt einfach meine Ruhe vor diesen ganzen Sandfliegen hatte. An den Händen zum Beispiel hatte ich ganz, ganz viele Stiche und da hat man halt schon den Unterschied gemerkt, wo hat man halt dieses Oberteil und wo nicht. Das ist hier ein ganz besonderer Stoff. Was dieses Oberteil auch gemacht hat, war mich vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Ich hatte jetzt auf der Insel und an meinem Spot nicht so viel Sonne, aber ich hatte nicht einmal einen Sonnenbrand. Also das fand ich sehr, sehr gut. Das hat gut funktioniert. Die Sachen haben sehr schnell getrocknet. Also es ist ein dünner Stoff, wo ich nicht so viel geschwitzt habe. Es war immer so ein bisschen klamm, was vielleicht auch so durch diese salzige Luft kam. Aber wie gesagt, es hat schnell getrocknet. Ich konnte ja schnell raus, rein. Es war bequem. Also es war, ja. Also es hat super gut funktioniert, war ich sehr, sehr happy mit. Vielleicht noch eine Sache zu meinem Sport-BH, den hatte ich quasi nicht an. Also den hatte ich dann mal für die Kamera an, aber so ansonsten war mir das ehrlich gesagt, ja und zum Baden, einfach zu kompliziert, den die ganze Zeit an- und auszuziehen. Ja, ich hatte dann einfach gar kein BH an. Kommen wir nun zu der Mütze. Zuallererst, ich mochte die Mütze super gerne, weil ich mich sehr wohl damit gefühlt habe und wenn man eine ganz, ganz lange Zeit sich die Haare nicht wäscht und durch das Salzwasser sie nicht kämmen kann, dann sehen die halt super zerzaust aus. Und ich habe mir dann einfach die Mütze aufgesetzt und habe mich so einigermaßen wohl und fresh gefühlt. Also das fand ich sehr, sehr gut. Außerdem habe ich sie in der Nacht auf mein Gesicht gelegt. Das heißt, ich hatte in der Nacht keine Probleme damit, dass mir irgendwelche Viehzeug oder die Sandmücken ins Gesicht fliegen und mich dann stechen. Also ich konnte damit einfach so ein bisschen in der Nacht zur Ruhe kommen und mich entspannen und musste mich damit einfach nicht beschäftigen. Das heißt, ich fand die sehr gut. Ich würde aber, würde ich noch mal in so einer Situation sein, vielleicht eine Mütze nehmen, die ein bisschen dünner ist. Also wo man ein bisschen besser durchatmen kann, weil wenn man die so auf dem Gesicht hat die ganze Zeit, dann ist es doch sehr, sehr stickig. Und ja, deswegen ja, würde ich einfach eine dünnere nehmen. Aber ich fand die sehr, sehr gut und sie hat mich geschützt und ich hatte meine Ruhe und ich konnte damit gut, schlafen nicht, aber zumindest in meinem Gesicht ja, entspannt sein. Kommen wir nun zu den Handschuhen. Es sind ganz einfache Handschuhe, die ich irgendwie cool, passend fand. Durch diesen Ledereinsatz schützen sie mich vor Hitze. Also ich hätte da so ein bisschen, weiß ich nicht, was einen heißen Stein oder ein heißes Stück Holz aus dem Feuer rausholen kann. Ja, deswegen fand ich die gut. Sie waren jetzt auch nicht zu warm. Also ich war damit super zufrieden, aber das sind halt auch nur Handschuhe. Auch die hatte ich in der Nacht an. Also auch die haben mich in der Nacht vor dem ganzen Viehzeug und vor den Mücken geschützt. Das heißt, ich hatte sozusagen Kapuze auf, Käppi auf dem Gesicht, Handschuhe an, Schuhe, alles an. Und ja, so habe ich dann eingemummelt, komplett bedeckt von Kleidung, auf meinem Lattenrost geschlafen sozusagen. Und ja, musste mich dann nicht vor Viehzeug oder Sandfliegen kümmern und schützen. Die Jacke. Also die Jacke hat mich, haha, wer hätte das gedacht, vor Regen geschützt. Hat funktioniert, hat seinen Job gemacht.
Würde ich nochmal in so eine Situation kommen, würde ich vielleicht eine etwas größere Jacke nehmen, weil dadurch hat man einfach nochmal mehr Möglichkeiten, um sie auf sich zu werfen. Es ist halt, wenn es regnet und überall alles nass ist, dann kommt man halt nicht so gut rein. Im Endeffekt hatte ich sie aber tatsächlich auch nicht so oft an. Also ich hatte sie immer nachts an, aber tagsüber ja eher selten. Von daher ja, war ich zufrieden. Was ich ganz cool fand, ist, wenn ich sie zumache, dann hatte ich hier wie so einen kleinen Schlitz und den konnte ich aufmachen und hier sind wie so kleine Luftlöcher. Das heißt, ich hatte so die Jacke und konnte dadurch halt ganz gut atmen. Was ich ganz praktisch fand, war jetzt vorher nicht der Plan, habe ich dann auf der Insel gemerkt, fand ich aber tatsächlich ganz gut. Das heißt, ich lag dann komplett eingemummelt, so in meinem Shelter und habe geschlafen und ja, es war sozusagen keine Körperstelle mehr frei. Die Schuhe würde ich never ever in meinem Leben nochmal genauso wählen und anziehen. An sich sind die Schuhe super bequem und für solche Outdoor-Aktivitäten hier in Deutschland im Wald sind die bestimmt auch super geeignet, weil sie halt super bequem sind und luftig sind. Auch eher so für warmere Temperaturen, also das war schon ganz okay. Aber diese Schuhe sind nie trocken gewesen. Ich glaube, ich habe es ein einziges Mal geschafft, diese Schuhe zu trocknen, weil ich auch nicht super viel Sonne hatte. Das heißt, ich bin dauerhaft von Tag 1 von der Aussetzung mit nassen Schuhen rumgelaufen. Und es war jetzt nicht kalt, aber es sorgt schon dafür. Es gibt ja diesen Jungle Rot zum Beispiel. Und dadurch, dass ich halt dauerhaft nasse Schuhe anhatte, hat man da schon die ersten Anzeichen von gesehen. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit mit nassen Füßen in den Schuhen rumgelaufen bin, wurden meine Füße halt total aufgeweicht und ja, haben auch total angefangen zu jucken. Das heißt, ich musste mir zwischendurch auch einfach mal die Schuhe ausziehen. Dadurch, dass meine Füße aber so gejuckt haben, habe ich mich auch die ganze Zeit gekratzt. Also ich konnte es einfach auch nicht richtig unterdrücken, weil das einfach so stark war. Genau, und dann haben sich die ganze Zeit Fliegen auf meine Wunden gesetzt, was ultra unangenehm war. Ja, und das heißt, ich war die ganze Zeit am Struggeln. Hast du Schuhe an, hast du nasse Füße, die halt jucken, die aufweichen, was unangenehm ist. Ziehst du Schuhe aus, hast du ja, irgendwelche Viecher auf deinen Wunden. Trittst vielleicht auch in irgendwas rein. Also es kann natürlich, oder das erhöht natürlich auch die Verletzungsgefahr, wenn man die ganze Zeit barfuß rumläuft. Und ich hätte sie mir natürlich auch zum Schutz vor Fliegen, Mücken und so weiter, hätte ich mir die Füße auch mit Dreck einschmieren können. Das allerdings sorgt dafür, dass meine Wunde sich entzündet und dreckig ist. Also das war dieser Struggle, den ich hatte. Was würde ich anders machen? Ich würde definitiv mir zum Beispiel irgendwelche Badeschuhe kaufen, die halt super schnell trocknen sind. Oder wenn ich doch der Meinung bin, dass ich nicht nur am Strand bin, sondern mich auch so ein bisschen bewege, würde ich mir wahrscheinlich auch Turnschuhe mitnehmen, die einfach schneller ja, trocken sind, wo ich dann halt nicht diesen Struggle habe, weil das ist halt Wildleder und ja, das hat halt super lange gedauert und würde ich halt, wie gesagt, nie wieder so machen. Vielleicht nochmal einen Satz zu den Socken. Ich hatte auch Socken, die stichfest sind, an. Die waren sehr dick. Also auch da würde ich wahrscheinlich einfach ein paar dünnere nehmen, die mich schützen. Außerdem ist da auch direkt ein Loch reingekommen. Also ja, naja, kann ein Montagsmodell sein. Genau, aber wie gesagt, da würde ich einfach auch ein bisschen dünnere nehmen, die vielleicht auch nicht ganz so hoch geschnitten sind, damit halt einfach die nicht so dicht sind und einfach nicht so eng und das halt nicht zu diesem Juckreiz kommen kann. Insgesamt war ich mit meinen Kleidungen doch sehr, sehr zufrieden. Also ich fand das alles ganz gut bis eben auf die Schuhe. Besonders gut fand ich tatsächlich mein Oberteil und meine Hose, weil sie hat einfach das gemacht, oder die beiden Sachen haben einfach das gemacht, was sie machen sollen. Sie haben mich vor Vorstrahlung geschützt, sie haben mich vor Viehzeug geschützt und ja, das hat mir einfach total die Ruhe gegeben und deswegen würde ich das auch auf Platz 1 setzen, die Schuhe auf Platz 360. Und damit sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Ihr habt so ein kleines Fazit von mir. Einfach so ein kleines Feedback, wie es mir gefallen hat, was ich mir dabei gedacht habe, warum ich mich dafür entschieden habe. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Lasst ein Like da und damit sehen wir uns dann beim nächsten Video. Küsschen aufs Nüsschen, bye bye.